Boah, Alter, so ein Kreishaus in Minecraft machen. Ich dachte nicht, dass das so schwer ist. Oh, doch, ist schwer. Das merke ich. Aber das ist eigentlich das, weil ich jetzt schon so oft gemacht habe, das kann ich eigentlich ganz gut. Ich hab das, mach das jetzt zum allerersten Mal. Ah, okay. Aber das kriege ich ganz gut hin. So. Die Gitter können wir erstmal wieder in die Truhe tun. Gitter? Gitter? Wo ist denn Gitter? Wahrscheinlich bei Metallvorrat. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Alter. Jetzt kümmere ich mich erstmal nochmal ums Essen, ne? Ja, mach das. Brauchst du noch was? Ne, ich brauch nix. Ja, doch. Ein Brot habe ich nur noch. Ja, siehst du? Ich bringe gleich was vorbei. Ich lass mich eben die Hühner hier töten. Ja. Und die Eier legen, dann kriegst du ein bisschen Brot. Ja, das ist schrecklich. Da. So ist das schon besser. Okay. Jetzt muss ich es nur noch mal schaffen, dass ich das noch mal da hinkriege. Also. Ich hatte... So, zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 3, 4, 5, 6. Nein. Falsch der Block. Guck mal. Getreide kann ich auch schon wegmachen, so ein bisschen. Das ist gut. Obwohl, da warte ich noch, bis das ein bisschen besser geworden ist. Ein wenig kann man ja noch warten. Patrick? Ja. Wo bist du denn? Hier oben. Brot habe ich jetzt leider nicht für dich, aber. Was sagst du dazu? Ich hätte das jetzt eigentlich anders gemacht, so ein bisschen. Warte, darf ich mal kurz? Ja, klar. Warte, komm mal. Könnt ihr ja notfalls immer noch da hinsetzen wieder. Ja. So. Der auch noch und der auch noch. Moment, nee. Das ist auch weg. Du musst ja bedenken, dass wir jetzt nur hier den Innenraum auch dann haben, ne? Ja, ja. Zweite Etage. Deswegen wollte ich schon mal ein bisschen mehr Wohnfläche machen, damit man auch die ganze Kacke da reinkriegt und alles. Ja, wir machen das so. Und dass das dann nicht aussieht wie ein stumpfer Scheißhaufen. Weil, zack, das muss so, dann kann der hier weg. Ist jetzt aber nicht so, hier kann einer. Muss mal kurz gucken, ob das richtig ist. Na, ist schief, okay. So. Hier die Reihe müsste dann nach deinem. Ja, die müsste, genau. Da müsstest du die. Genau. So und die. Nein. Du hast eine. Ja, nein. Ja. Ich hab's verkackt. So. Gut. So wäre besser. Aber den äußeren Kreis könnte ich so lassen, oder was? Der äußere Kreis, der ist gut. Die Wohnfläche reicht. Wir haben eh noch zwei Etagen. Wobei ich eine richtig fette Idee habe, dass wir, ich habe wirklich eine richtig fette Idee, aber die ist echt schwer umzusetzen, weil ich das ehrlich gesagt noch nie gemacht habe. Wir machen hier Glas hin, sag ich mal, bis zur Etage. Dann kommt hier Holz drüber, sagen wir mal, hier ist jetzt, mach das mal eben mit Dirt. Also die Ziegelstein, das ist die einzige Reihe Ziegelstein. Ich wollte das jetzt nur die erste Reihe machen. Ja, aber hier kommt Glas hin, da wo jetzt Dirt ist. Dann kommt hier oben drauf Holz, auf das Dirt, also hier, wo jetzt der Ziegelstein ist, kommt Holz hin. Dann ist hier nur eine Fläche, noch eine obere Wohnfläche hier oben. Ja. Die genau diesem Kreis hier entspricht, wo wir gerade drin laufen. Ja. So,
Dann wollte ich in der obersten Oberfläche, damit man hier auf, in den Garten reingucken kann, auch noch von der obersten Fläche hier Zäune hin machen. So kann man von der obersten Fläche auch noch mal rundherum gehen und in den Garten reingucken von oben. Okay, also du wolltest jetzt dort soll Glas sein und der Ziegelstein bleibt Ziegelsteinblock. So habe ich das richtig verstanden. Dort soll Glas und der Ziegelstein bleibt Holz. Wir sollen eine Holzdiele machen oben. Also direkt halt für Holz wohnen, klar. Ja, da so, ne? Und, aber Außenkreis soll dann Holz sein. Also die Außenwand, die ganz äußere Wand, die bleibt Holzverkleidung. Da wird keine Glasverkleidung. Naja, wir könnten aber auch noch, was auch noch geil aussehen würde, wäre, anstatt hier den inneren Kreis mit Ziegel zu machen, auch noch mit Rohholz. Rohholz. Können so naturbelassen. Für den Garten, weißt du? Wir können ja mal gucken, ich habe ja hier Rohholz. Was meinst du denn, Eiche oder Birke? Eiche. Pass auf, du setzt die Dinge einfach jetzt genau dahin, wo ich die Steine einfach wegmache. Schon klar. So. Ja, sieht geiler aus, finde ich. Ja, können wir so machen. Also ist jetzt nur meine Meinung. Ja gut, wenn man bedenkt mit dem Glas und dann oben nochmal, dann würde ich nämlich oben auch noch diesen Stein machen. Halt hier, warte. Wird das halt so und dann wieder so. Halt das dann Glas. Da würde ich auch nur diesen Rand auch wieder so machen hier. Ja, weil das sähe dann geil aus. Sollen wir dann zwei Reihenglas oder noch eine Reihe? Jetzt Höhe der Etage. Ach so, zwei müssten... Ne, mach mal drei. Wir machen drei hoch an Glas. Genau, und dann setzen wir das dann da oben drauf. Erstmal den drauf. Und dann den weg. Dann mache ich mich schon mal die obere Reihe, dann ist mich dort fertig. Ah, fuck. Ja, geht so nicht, da musst du immer so komisch schätzen. Okay. Naja, mach du mal. Ich werde nicht mehr, werd mich nochmal ums Futter kümmern und nochmal die Burg ein bisschen aufhübschen. Jo, mach das. So, also ganz gefällt mir die immer noch nicht. Bitte? Haben wir hier schon mal wieder neue Tipps drin? Tipps und Tricks? Ja. So, Getreide ist soweit erstmal fertig. Das können wir schon wegmachen. Diese Arbeit am Bekannten. Alles gut bei dir? Ja, klar. Garten Orgasmus? Ja, immer doch. Ganz halt drauf, wenn wir weiter aufnehmen, schau ich da immer rum. Oder war das los? Zum Halbkranken. Vollidiot. Maggi. So. Die Scheißarbeit wäre gemacht. So, wie viel Glas haben wir? Wahrscheinlich null, ne? Genau, weil Sand ist ja hier weit und breit nichts. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fange ich erstmal mit der äußeren Holzverkleidung an. Nicht der äußeren, der äußeren. Warum nehme ich nicht eigentlich meine Schaufel? Und, warte mal. Ich mache erstmal eine Runde. Ja, wir haben gleich einen Toten bei der Aufnahme. Boah, ich hab mich voll verschluckt. Kopiert. Ja. Gott. Also, was ich sagen wollte war, ich habe auch noch eine geile Idee mit den Fenstern, mit den Außenfenstern, aber das will ich dir gleich zeigen. Ja. Dann kannst du immer noch überlegen, ob du das übernehmen willst oder nicht. Du kannst auch normale Reiner reinklatschen, aber die werden halt besonders. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann gut ist. Wenn dann Glas Scheiben machen und eventuell auch halt gefärbte. Nee, gefärbte würde ich da nicht machen. Und Glasscheiben wird dabei schwer, bei dem, was ich vorhab. Okay. Ja, sehen wir ja. Erstmal ziehe ich das eh komplett als eine Mauer hoch. Ja. Ohne Tür, ohne alles.
Müssen wir nämlich auch noch überlegen, wo wir die Tür hinsetzen. Weil Tür würde ich Doppeltür machen. Ja, können wir machen, je nachdem wie das aussieht, ne?